So, Leute, es geht weiter. Ich bin gerade nach dem Video mal abgeschmiert. Wir machen aber am bekannten Safe weiter. Boah, ey. Ja, why not? Es muss doch möglich sein. Okay. Wir stellen uns vor, das Spiel ist gar nicht schlimm. Es ist ein schönes Spiel. Und wir spielen es gerne. Und deswegen brauchen wir uns auch gar nicht aufregen, weil wir wissen ja, wie es geht. Wir sind auch ganz beruhigt. Und ja, wir haben uns vorgenommen, in dem Part den Yeti zu schaffen. Jetzt pustet er. Und wir fallen runter, aber das ist ja nicht schlimm, weil wir haben ja einen Quicksave. Doch, Leute, es ist sehr wohl schlimm. Weil ich keinen Bock mehr hab. So, und hopp, und hopp. Und zack. Und hopp, und hopp. Hau ab. Jetzt wirft er. Nein, er pustet und ich wusste es nicht. Doch, stimmt. Jetzt kann ich mich erinnern. Was macht er jetzt? Ach, den. So weit kommt jetzt. Ja, egal. Fuck! Nicht! Gehirn amputiertes Eichhörnchen. So. Ah. Wow. 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 So, jetzt pusten, werfen, pusten. Oh, scheiße. Eins, zwei, drei. Nee, scheiße. Boah. Ich kann nichts sagen gerade, Leute. Es ist echt eine Konzentrationssache hier. Es ist echt nicht einfach. So. Gott, ey. Was würde ich Leuten zahlen, wenn die mir das spielen würden hier? So. Nummer 1. Nummer 2. Was kommt jetzt? Ach Gott. Jetzt kommt Pusten. Egal. Jetzt der. Der und nochmal. Okay, es ist immer dasselbe. Dann kommt jetzt. Was kommt jetzt? Pusten. Und jetzt werfen. Und jetzt pusten. Boah. Jetzt kommt er seine Faxen und springen. Und eins. Er hat nur noch zwei Leben! Hilfe! Ja, komm, komm, komm. Spring! Yes! Wir
müssen ihn haben, wir müssen ihn haben! Komm schon! Ja! Yo! Juhu! Yes! Ja! Da geht er heulen, Leute! Seht's euch an! Da weint er, da geht er heulen, der Scheißweh! Ne, das war's, Junge! Kannst du gucken, wo du bleibst? Ja. Darauf, dass du nie wieder aufwachen wirst, scheiß Yeti. Sorry, Leute, musste sein. You have... Ja, ist mir auch egal, was ich hab. Ich hab's durch! Moment, Flasche zu. Yo. Leute, ich kann's gar nicht glauben. Ist dieses Scheißspiel endlich durchgespielt. Oh. Gott, ey, ich hätte ja nicht mehr dran geglaubt, dass ich's überhaupt schaffe, ne? Boah, ne. Mein Gott. Wuhu. Leute, da ist mir scheißegal, was da steht. Ist mir echt egal, was da steht. Solange da nicht steht, es liegen noch 3 Level vor dir, ist mir das egal. Wenn jetzt gleich der Abspann kommt, ist alles in Butter, Leute. Ach Gott. Erstmal was trinken, ey. Was war das für ein Spiel? Jetzt hoffe ich nur, dass meine Zeit auch gut genug war und ich das Battle gewonnen habe. Das wäre echt eine Genugtuung. Das Spiel durchgeschafft und das Battle gewonnen. Das wäre mal was. Mein Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So ein beknacktes Spiel. Ich glaub's nicht. Ich glaube echt nicht. Mach weiter hier. Boah, ja, da sehen wir nochmal die Anfangswelt mit dem scheiß Tanzmariechen, ey. Aber es, wir haben es geschafft, das war... Leute, das war Mr. Nuts. Das erste und letzte Mal habe ich das Spiel in meinem Leben durchgespielt. Jetzt sehen wir nochmal, wie die Profis das spielen würden, obwohl ich mich an das Level jetzt so gar nicht erinnern kann. Das ist jetzt so ein, ja, das ist ein Zusatzlevel. A game produced by... Ja, das sind die 2 asozialsten Leute, die es auf der Welt gibt hier. Wie kann man nur so ein Spiel entwickeln? Obwohl das Spiel an sich gar nicht so schlecht ist, aber man sollte mehr Speicherdinger einbauen oder vielleicht mehr Leben. Weil sonst ist das ja, ohne Save ist das ja gar nicht machbar hier. Ja doch, schon machbar, klar. Es gibt mit Sicherheit auch noch viel, viel schwierigere Spiele. Aber das war für mich schon jetzt hier ein heftiges Ding. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ach ja, wir ziehen uns jetzt noch ein bisschen hier den Abspann rein. Ach ja, Leute. Wir werden uns den Abspann auch komplett reinziehen von diesem Spiel. Mal gucken, aber da spielen wir ja jetzt nicht mehr, also die Zeit ist ja, wir machen das ja eh nicht nach Parts, ich und Smarty, sondern nach Real-Time, die gespielte Zeit. Da zählt der Abspann dann nicht mehr mit zu und dann hat sich die Sache auch. Oh Gott. Ist das ein Erlebnis gewesen. Das scheiß Badezimmer, ne? Boah, Leute, was war das denn? Badezimmer war eins der schlimmsten. Also das fand ich echt eins der schlimmsten. Hoffentlich zeigen sie da hinten mal die Stelle mit dem grünen Wasser, weil wie man da ohne Lebensverlust durchkommen soll mit dem Schwamm und so, habe ich bis heute nicht begriffen. Programm, ja. Pierre Ardain. Haben das Spiel insgesamt nur 2 Leute gemacht, oder was? Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich schon mal bei allen Leuten, die zugeschaut haben bei diesem Battle hier und ja, die fleißig Kommentare geschrieben haben. Hat mich wirklich echt immer gefreut, die Kommentare. Musste ich auch oft wirklich echt lachen über die Kommentare. Ja, ich hoffe, ihr seht weiter meine Projekte und kommentiert fleißig. Hier sehen wir nochmal, wie man das Ganze dann mit einem Mal macht. Wir haben auch ein paar Versuche gebraucht. Und ja, ich hoffe, euch hat das Battle soweit gefallen. Ihr hattet euren Spaß. Ich hatte meinen Spaß auf jeden Fall. Ja, meine Nerven sind auch noch da. Also ganz so schlimm war es dann doch nicht. Ich habe noch Nerven und das ist die Hauptsache. Ja, es wird auch von mir bald schon wieder ein neues Battle kommen.
mir schon wieder einen neuen Kandidaten ausgesucht, mit dem ich auch etwas battlen werde. Das Ganze ist auch blind. Habt das Spiel, was wir da spielen, noch nie gespielt. Ich bin gespannt. Wird bestimmt auch eine lustige Sache. Aber jetzt bin ich hier gerade verwundert, wie die das machen. Die nutzen die Gegner ja perfekt aus hier. So, hier machen wir erstmal den Cut und wir sehen uns im nächsten Part mit dem Abspann dann nochmal wieder. Bis zum nächsten Mal, euer TT-Gamer.